Wir sind beim letzten Mal, beim letzten Stream, mit dem U-Boot da durchs Wasser gezogen worden. Unser Taucheranzug ist voll Wasser gewesen. Und wie wir genau hier gelandet sind, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber das war ja nach dem Gesang von Rookie hier der nächste Screen. Bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, was hier genau als letztes jetzt noch passiert ist in dem Screen. Ob Goal jetzt noch hier war oder nicht oder was auch immer. Wir quatschen einfach überhaupt nochmal mit Doc, mal gucken, vielleicht sagt er uns überhaupt noch was. Vorher gucken wir ihn nochmal an. So. Als erfahrener Teamplayer kann ich Folgendes sagen. Für manche Spieler ist sogar die Ersatzbank zu schade. Wie ist die Lage, Doc? Nach wie vor ausweglos. Astrein. Dann geht mir wenigstens keiner durch die Lappen. Kannst du erkennen, was da drüben vor sich geht? Ich glaube, die Rebellen haben angefangen, den Turm zu stürmen. Ah, jetzt sehe ich's auch. Der Turm wackelt schon bedenklich. Und ich sehe einen Schwarm abgerichteter Glühwürmchen. Rufus, willst du dich nicht einen Augenblick setzen? Du bist schon recht lange auf den Beinen. Keine Sorge, Doc. Mir geht's so. Ja, sicher. Was sind das für komische Kabinen dort drüben? Sieht aus wie Organon-Technologie. Wahrscheinlich ausgemusterte Warentransporter aus dem Sprengturm. Warentransporter aus dem Sprengturm. Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat. Cool. Hör mir doch zu. Nur dieses eine Mal. Sie zu benutzen, wäre das Allerdümmste, was du tun könntest. Genau. Niemand würde damit rechnen. Es sei denn, sie kennen dich. Glorias kennt meinen Hackfresser noch nicht. Meine Facetime-Kamera ist unter dem Schreibtisch, wenn du verstehst, was ich meine. Marie Coulson hat den Tag gerettet. Ich fange den Uff-Counter heute gar nicht erst an. Ich sehe schon. Besser ist das, Alina. Besser ist das. Kennst du dich mit diesen Ort-zu-Ort-Transportern aus? Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Wieso? Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Festen. Okay, das ist genau der gleiche Dialog. Ja, genau. Wo ist Bozo? Wo ist Bozo? Unten im Cockpit. Er versucht, den Generator wieder anzuwerfen. Aber die Stromkollektoren sind entleert. Wir werden wohl noch ein paar Stunden hier festsitzen. Das ist zu lang. Du könntest ihm helfen, indem du die Lampe hältst. Für mich ist es da unten zu eng. Ich weiß nicht. Rufus. Rufus. Heroisch hielt er die Lampe. Nee. Ach, das wird nix. Ich finde schon einen anderen Weg. Ja, natürlich fangen wir das jetzt. Seid ihr vorangekommen? Es würde schneller gehen, wenn du helfen würdest. Es geht jetzt nicht. Ich bin ganz nah dran, einen eigenen Weg zu finden. Von Teamwork hältst du nicht viel, oder? Doch, doch. Einer für alle und was auch immer ihr da treibt. Ich probier mal was. Ich würde ja sagen, tu nichts Unüberlegtes. Aber da du mir jetzt schon gar nicht mehr zuhörst, sage ich einfach, ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Danke, Doc. Ja, auch viel Glück. Ja, wir können mal gucken ins Questlog. Questlog! So, einen Weg in den Turm finden, Lady Gold zur Vernunft bringen und mit Goal nach Lysium. Wir haben eine Fliege. Das dumme Vieh besetzt den Ort-zu-Ort-Transporter. Aber da ich die Fachliteratur studiert habe, fürchte ich mich nicht vor genetischer Verschmelzung. Ein Hoch auf Captain Kakerlake. Auf Captain Kakerlake. So, wir haben den Sprengturm da hinten. Ohne mich werden sie alle draufgehen. Das würde ihnen zwar recht geschehen, aber wer soll dann meine grandiosen Führungsqualitäten würdigen? So, haben wir hier auf der rechten Seite sonst noch was? Nee. Okay, wir haben den Transporter aber noch. Ein ausgemusterter Ort-zu-Ort-Transporter. So einen habe ich auch mal gebaut. Nur, dass die rotierenden Rasierklingen fehlen. Kriegen die denn so die Moleküle auseinander? So, können wir den irgendwie benutzen?
ist Toni. Der ist der Janosch. Die anderen beiden Rebellen. Namen schon wieder vergessen, wie sie genau hießen. Der Organon. Nein. Das ist doch alles falsch. Was können wir jetzt dem hier oben benutzen? Oh, genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. Okay, der Frosch ist jetzt aber weg. Der ist auch nicht hier drin. Oh Mann, ey. Für Hintergrundgeräusche übernehme ich heute ausnahmsweise mal die Verantwortung. Stifte klackern. Was ist das Geräusch? Ich höre da die Entstehung eines neuen Meisterwerks. Noch nicht sicher. Geh mal mit der Fliegenform nach oben durch die Luke. Nach oben durch die Luke? Na da. Aua, hier ist eine Luke. Ich meine... Ja, aber... Aua, hier ist... Okay, da kommen wir nicht durch. Ja, gut. Okay, lass uns doch mal zum Schnabeltier werden, vielleicht. Oder werden wir jetzt von... Nee, das ist nicht aggressiv anscheinend. Ah, jetzt hängt der Frosch da oben. Warum? Warum passieren diese Dinge? Nee, sonst kommen wir hier nirgendwo hin, ne? Okay. Ja gut, wir nehmen da mal den Transporter, wo jetzt kein Tier drin ist. Jawohl. Okay, damit können wir nach oben gehen. Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Ich sterbe. So einen hätte ich gerne als Kuscheltier. Ein Rufus-Schnabeltier? Ja, Mann. Na, wie sieht's aus an der Front? Rufus, endlich! Schnapp dir eine Waffe und hilf uns! Wir sind gnadenlos in der Unterschal! Ach nee, wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber... Ihr schafft das schon! Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Na, wie sieht's aus? Nicht so, wir sind gnadenlos... Ihr schafft das schon! Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben selber Schuld. So, wir haben... Ohne die Fürsorge selber... Ach so, wir können... Sie heißt auch die Rebellen und gar nicht Toni, okay. Der Organon ist in der Überzahl. Na, solange diese Trottel Kanonenfutter spielen, habe ich vielleicht eine Chance, mich vorbeizuschleichen. Du weißt schon, dass wir jedes Wort hören können, oder? Nicht reden, Soldat. Kämpfen. Dann gehen wir mal nach oben. Wir können jetzt natürlich als Frosch. Kann ich nicht benutzen. Ja, dann suchen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt als Frosch zurückgehen. Dann sitzen wir da drin, ne? Rufus Gummiarm! Tja, also, so. Okay, da kommen wir so auch nicht hin. Ich müsste auch mal gucken, was haben wir überhaupt noch im Inventar? Wir haben die Fernbedienung, aber die bringt es ja nur bei Goal etwas. Nochmal runter. Ah, Moment. Ist
Ist das eine gute Idee? Ich meine, so als Fliege. Ey, warum ist der Frosch jetzt weg? Nehme ich halt den Transporter. Wollte ich mit der Fliege zum Frosch fliegen? Und dann mit dem Frosch zum Schnabeltier? Also, dass die sich quasi gegenseitig essen? So, raus da mit dir! Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? So, und jetzt nehmen wir hier mit der Fliege den Frosch. Das geht nicht, oder was? Oder müssen wir das genau umgekehrt machen, dass wir quasi die Fliege essen? Das macht eigentlich viel mehr Sinn. Warum wollte ich mich selbst umbringen? Was sagt das über mich aus? Und überhaupt? Das Problem ist, Das Problem ist, wir kommen ja nur als Fliege überhaupt zwischen den einzelnen Transportern hin und her, oder? Wir sitzen ja jetzt quasi wieder hier drin. Na gut, ich kann natürlich... Ja, nee. Konnte ich als Rufus? Also wir müssen... Wir müssen da als Rufus rein, um dann mit Rufus zu kommen. Das könnte Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder? Machen wir das nochmal so rum. So, okay. Wenn ich jetzt... den Transporter hier nutze... Müsste ich doch genau beim Schnabeltier da ankommen. So. So, jetzt muss ich hier... Dann. Nur, dass das Schnabeltier jetzt wieder da sitzt. Damit. Schön, dass ich direkt zu Anfang jetzt mal so direkt auf dem Schlauch stehe. Blacky, hallo. Finger streamt. Tja. Ja irgendwie all mit, durch die Bewegung der Fliege muss es ja irgendwie schaffen. So. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich zwar, da tausche ich das Schnabeltier hier rein und mit dem Fliege zusammen anderen. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Also gehen wir jetzt hier lang. Dann haben wir das aber alles wieder so, wie es ursprünglich war. Ach, wir lassen mal den Pokémon. Ja, ich hatte ja schon mal einen kleinen Ausflug in die Fauna von Deponia in einem anderen Entwicklerkommentar weiter vorne.
Ja, hier haben wir gleich mehrere Tiere. Natürlich gibt es auf Deponia ziemlich viele Insekten. Die Hintergrundanimationen wimmeln nur so von ihnen andauernd. Und das erste Mal auch einen deponianischen Frosch. Und ja, was es damit auf sich hat, das findet ihr am besten selber raus. Vielleicht erzähle ich gleich im nächsten Raum nochmal ein bisschen mehr zu der ganzen Geschichte. Ja, sonst fällt mir nur ein, dass dieses gesamte Subkapitel hier quasi ganz neu entstanden ist und im ursprünglichen Konzept nicht drin war. Also sowas erzähle ich ja andauernd. Was kann ich denn noch viel besser erzählen über diesen Screen? Das ist halt mit als letztes entstanden. Eigentlich gibt es gar nichts zu erzählen. Es ist ja sowieso viel zu spannend. Ihr wollt ja sicherlich auch weiterspielen und nicht die ganze Zeit meinen Kommentaren lauschen. Besonders dann, wenn ich nichts zu erzählen habe. Und es dauert und zieht sich hin und dauert und dauert und dauert. Und ihr seid so gespannt. Wie geht's weiter? Oh Gott, wird Rufus den Tag noch retten können? Kommt er mit Gold zusammen? Und ich erzähle hier einfach so, ohne dass es irgendeine Information gibt. Wie grausam. Und ihr müsst euch das anhören. Ach, furchtbar, furchtbar. Ich hätte schon längst aufhören sollen zu reden. Das wäre viel besser gewesen. Ihr kauft euch nie wieder ein Spiel mit Entwicklerkommentaren, wenn das so weitergeht. Das ist furchtbar. Naja, jetzt lasse ich euch ja weiterspielen. Weiterspielen. Ne? Also, viel Spaß. Danke. Danke für diesen gehaltvollen Kommentar. So. So, nochmal. Als Fliege hier hin. Gehen wir hier hin, dann tauschen wir mit dem Schnabeltier. Und sind quasi Mensch. Jetzt hier hingehen, kommen wir als Mensch rüber und könnten mit dem Frosch tauschen. Oder, ja, das ist das Einzige, was Sinn macht, weil wenn ich jetzt da wieder reingehe, dann kann ich mich wieder nicht bewegen, dann bin ich als Frosch drüben. Also ich muss ja hier hin. Und dann tauschen wir mit dem Frosch. So. Kann ich jetzt, wenn ich jetzt hier rüber gehe und mich dann als Frosch wieder hierhin teleportiere, nebenan die Fliege essen? Okay, gut. Also wir gehen wieder zurück. Hier durch. Und jetzt können wir hier mit dem Schnabeltier tauschen und dann da hochgehen. So, dann haben wir es doch endlich. Mein Gott. So schwer war es doch gar nicht, wenn man einfach nur mal rein Logik nachgeht und nicht einfach rumprobiert, so wie ich. So. Da sind sie ja endlich. Ich war drauf und dran, ohne sie abzureisen. Sie wissen doch, was man über den Organon sagt. Dass er beim Versuch entstand, menschliche DNA mit Sojamehl zu kreuzen? Dass wir unsere Fahrpläne immer einhalten. Ah, den Humor haben sie von der Mutter. Wir wären sicher eher hier gewesen, wenn nicht der halbe Turm aufgrund irgendwelcher Kampfhandlungen gesperrt wäre. Kommt es häufiger vor, dass bewaffnetes Gesindel in ihren Anlagen herumsteigt? Dieser lächerliche Bauernaufstand ist nicht ihre Angelegenheit. Trotzdem ist es doch seltsam, dass die Deponianer gerade jetzt aufbegehren. Wissen Sie etwas darüber? Es ist Rufus. Er versucht, mich aufzuhalten. Rufus? Er ist ganz schön hartnäckig. Er ist ein Idiot. Du unterschätzt ihn. Genau, Baby. Sag's ihm. Er ist nur halb so dumm, wie er aussieht. Nimm's mal zwei, dann stimmt's. Er weiß nur nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, aufzugeben. Apropos richtiger Zeitpunkt. Wären die Herrschaften dann soweit? Einen Moment noch. Ich habe meine Tasche drinnen liegen lassen.
Sehen Sie zu, Mann. Sobald die Maschinen warm gelaufen sind, legen wir ab. Mit oder ohne Tasche. Okay, wir sind immerhin... Haben wir schon mal Gold wiedergefunden. Ein Griegel-Stream, in dem ein Erik dabei ist. Ja, wenn Griegel so selten streamt... Streamst du häufiger, ist die Frage. Insgeheim steht sie immer noch auf mich. So, ich kann auch nicht wieder nach unten gehen, oder? Oder ist das hier unten? Argus will jeden Moment aufbrechen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Cletus. Cletus, was macht er denn da? Bombenkontrollen, cha-cha-cha. Fummelt er etwa an den Bombenkontrollen? Ich fummle an den Bombenkontrollen. Na, das sieht bestimmt nur so aus. Es sieht nicht nur so aus. Ich fummle tatsächlich an den Bo, an den Bi, an den Ba, an den Bo. An den Bombenkontrollen. Dieser Bo, dieser Bi, dieser Ba, dieser Bu. Rufus got the groove, yeah. Aber halt, dieser Verräter. Fummelt er doch tatsächlich an den Bombenkontrollen. Ich muss ihn aufhalten. Selten, es wird mindestens zweimal die Woche. Ja, eben. Erstens das und zweitens, irgendwie, das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich. Da habe ich, glaube ich, eine ganze Woche, sogar mehr, sogar 8 Tage, einen Stream auf dem Streamplan gestanden gehabt. Also eine Woche. Ich habe 7 Tage innerhalb von 8 Tagen gestreamt. So, weil einer ist ja ausgefallen. Das gebe ich ja zu. Aber es wird ja dann direkt wieder vergessen. Das ist ja so, als wäre das nie passiert. So. Quasi meinen ganzen Urlaub nur gestreamt. Die Donner haben wir hier und die Tasche. Und Cletus. Cletus und Tür. Ach, das sind die Kontrollen. Okay. Ja, gut. Hey, da ist Donners Fernbedienung. Und die beiden übrigen Datasetten. Ich lege schon mal eine ein. Golds Fernbedienung fehlt leider. Die muss sie noch bei sich haben. Warte, Fernbedienung. Wir hatten doch vorhin noch... Hatten wir nicht vorhin Golds Fernbedienung noch im Inventar? Oder habe ich mich da verguckt? Ich glaube, er fummelt an den Bombenkontrollen. Auch nie passiert. Irgendwie kriegt man auch nie genug. Tasche einfach auch so direkt mit. Golds, die muss ich noch. Cletus hat sie hier einfach so liegen lassen. Gold? Donna? Irgendwer? Offenbar ist niemand zu Hause. Kein Wunder. Das Implantat ist ja auch leer. So, ich kann natürlich die Datasetten. Die Datasetten haben ganz schön gelitten. Aber nicht so sehr, wie Cletus leiden wird. Ich kann natürlich hier die Datasette da mal einlegen. Naja. Dieser Verräter. Fummelt er doch. Ich muss ihn auf. Wenn er den Countdown auslöst, wäre das eine Katastrophe. Ich würde sterben. Und niemand auf der Ponia würde überleben, um mich zu betrauern. So, wir gehen einfach mal durch die Tür, oder? Wir halten ihn einfach auf. Ganz leise. Verdammt. Abgeschlossen. Wie soll ich ihn denn nun mutig von hinten erledigen? Vor allen Dingen, gut, dass das ja auch keine Sichtscheibe ist und er uns bestimmt noch gar nicht gesehen hat. Ist also... Oh, weh. Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Noch nicht. Naja. Ja gut, dann legen wir mal eine Datasette hier ein. Würde ich sagen. Oh, hey! Psst, nicht so laut! Hey! Wir haben ein Problem. Naja, also 2. 1,5. Eigentlich 3. Ich habe lange nicht mehr nachgezählt. Was ist denn los? Siehst du diesen Cletus da hinten? Nur verschwommen. Irgendwas ist mit meinen Augen. Huch. Oh, guck mal, Rufus. Ich bin Donner. Ich weiß. Verfüttert ihn an die Haie. Bläh. Sehr schön. Können wir uns kurz auf das Problem konzentrieren? Klar. Leg los. Cletus ist drauf und dran, mit Lady Goal nach Elysium zu verschwinden. Und jetzt fummelt er auch noch an den Bombenkontrollen. Ich glaube, er will die deponianische Bevölkerung ausrotten. Dann gäbe es nämlich keinen Grund mehr, Deponia zu verschonen. Boah, fies.
Dies! Ich kann es kaum glauben. Wir müssen Lady Gol davon erzählen. Könnte schwierig werden, sie zu überzeugen. Probieren geht über Sinieren. Das habe ich von dir gelernt. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Vielleicht sollte ich ihr besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Ich wollte gerade sagen, wohin will sie? Darum ist Cletus der Gute und Rufus eben nur... Na, Ladies? Rufus, was tust du hier? Ich weiß, du hast mich vermisst. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Versöhnungs-Yam-Yam. Wofür? Hat dir Baby Gold schon alles erklärt? Ich wollte... Aber offenbar habe ich einiges durcheinander bekommen. Lady Gol hat mir gerade erklärt, warum man dir nicht trauen kann. Was? Aber du solltest doch Lady Gol umstimmen, nicht umgekehrt. Ach ja. Das war dein Plan? Ich würde ja sagen, lass dir etwas Besseres einfallen. Aber am Ende verstehst du das noch als Aufforderung. Tu ich auch. Nicht streiten. Keine Sorge, Baby. Lady Gol ist kurz davor, ihren Irrtum einzusehen. Ich habe meinen Irrtum eingesehen. Du bist der Irrtum. Und auch Baby Gol ist nicht ganz so naiv, wie du glaubst. Ja, ja. Aber, Nanu, ist das etwa ein lustiger Schmetterling da drinnen? Ein Schmetterling? Hui! Wir sind wirklich alle mittelrecht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawallgol. Meiner ist es nicht. Hör mir doch erstmal zu. Warum sollte ich? Du hörst mir ja auch nicht zu. Ich gehe mit Cletus. Sei froh, dass ich dir nicht den Organon auf den Hals hetze. Ich gebe dir 3 Sekunden, um von hier zu verschwinden. Sieh es als Abschiedsgeschenk. Aber Gol... 1. Ich... 2. Cletus nützt dich nur aus und wenn du von oben auf meinen brennenden Kadaver hinabschaust, wirst du einiges von dem, was du gesagt hast, sehr bereuen. So! So, und nun? Eieieiei. Hey, Baby, Donna, Gol. Huhu. Meinst du könntest doch mal mit Lady Gol reden? Na klar, sie wollte mir eh gerade ein paar sehr interessante Sachen über dich erzählen. Ah, nicht mehr nötig. Klar wie Clubsoda. Was auch immer das ist. Naja, wir können natürlich das Ganze nochmal mit Krawallgol machen, aber ist der Hund etwas, das bringen soll, ich bin mir nicht sicher. Klar, die kann ja natürlich vor allem voll auf die Fresse hauen, aber ich glaube nicht, dass sie das tut. Langsam habe ich wirklich genug von diesem verdammten Implantat. Alles okay? Geht schon. Gibt's eine Zusammenfassung? Wir sind in Argos Bombenkontrollturm. Ich glaube, Cletus hat vor, die Sprengung auszulösen. Dieser Miese. Und wo ist Donnergol? Um genau zu sein, bist du jetzt Donnergol. Lady Gol hat deinen Körper und steht draußen auf dem Balkon. Sie glaubt immer noch, Cletus ginge klar. Vielleicht kannst du ja mal mit ihr reden. Auf sich selbst hört sie vielleicht. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Zum Glück weiß ich genau, wie man mit widerspenstigen Frauen redet. Das habe ich von dir gelernt. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Vielleicht sollte ich ihr besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Merkst du gar nicht, wie wenig Sinn das ergibt? Ich hab's doch gesehen, verdammt! Hör bitte auf zu fluchen. Ich hasse es, wenn du das tust. Durch den Gebrauch von Fluchworten wirst du mich wohl kaum umstimmen. Und durch den Gebrauch von Ohrfeigen? Typisch. Wenn dir die Argumente ausgehen, greifst du zur Gewalt. Dem Analphabetentum der Seele. Ich kann dir ja mal zeigen, wie ich Kopfnuss buchstabiere. Zufällig mit T wie Trittleiter? Ladies! Ladies! Sowas kann man doch auch friedlich klären. Bei einer fairen Partie Schlammwrestling. Rufus! Ich hätte mir denken können, dass du dahinter steckst. Wir sind wirklich alle mittelrecht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawallgol. Meiner ist es nicht. Ist schon okay, Rufus. Du musst mir hier nicht helfen. Das ist eine Sache zwischen mir und... mir. Kümmere dich lieber um Cletus. Er ist im Moment das größere Problem. Ach ja, da war ja was. So. Wo war ich stehen geblieben? Dem Geruch nach zu urteilen in einer Jauchegrube. Was? Na, warte! Puh, das machen die beiden wohl tatsächlich besser unter sich aus. Wie kann man nur so lange Selbstgespräche führen? Schon irgendwie gestört? Gestört! Aber zurück zu den wichtigen Dingen. Ich muss Cletus aufhalten, bevor er... Cletus? Wo ist er hin?